Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Hare. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir haben heute unseren berühmten Frage- und Antworten- und Freestyle-Donnerstag, wo wir ein bisschen aus dem gewohnten Rahmen herausgehen, uns zum Beispiel nur Fragen und Antworten widmen, die sich irgendwie mit dem Krishna-Bewusstsein, die da irgendetwas mit zu tun haben oder zum Srimad Bhagavatam. Und heute haben wir ein ganz besonderes Freestyle-Thema, nämlich das C.V. und Impfung-Thema. Wir wollen diese Wörter so weit wie möglich, zumindest das C.V.-Wort, das muss man heutzutage nicht den ganzen Tag immer wieder in den Mund nehmen. Das nervt dann irgendwann. Aber darüber wollen wir heute sprechen, weil wir da auch oft befragt wurden und wie wir alle wissen, jeder Mensch geht heute auch ein bisschen anders mit dem Thema um. Manche ganz offen, andere sind eher schüchtern. Ist auch mal interessant, darauf mal seine Krishna-bewusste Taschenlampe zu halten. Das wollen wir heute auch. Wir wollen möglichst versuchen, dieses ganze Thema aus einem Krishna-bewussten Blickwinkel zu betrachten. Und rein materielle oder rein medizinische, wissenschaftliche, soziologische Gesichtspunkte wollen wir eher ausklammern, weil das wird auf der Welt ohnehin tausendfach gerade betrieben. Wenn wir das machen, wollen wir immer noch den Krishna-bewussten Blickwinkel damit einbauen. Das ist so unser Anspruch. Und ja, ich begrüße heute ganz herzlich meine Hauptgesprächspartner, einmal den Sadbhuja Prabhu. Hare Krishna, lieber Sadbhuja. Dann haben wir den Dhiranitai aus dem Hachalam. Hare Krishna, lieber Dhiranitai. Und Haribol. Und Rama Gopal, soll ich dich auch noch mit in den Ring holen? Kann ich gerne machen. Wie du das möchtest. Okay, dann bringe ich dich auch mal mit rein. Und ne, wir müssen auch nichts, wie sagt man, über den Zaun brechen oder mit der Brechstange hier irgendwie, Ram Gopal, wenn du das Gefühl hast, da hast du erstmal keinen Kommentar zu, dann werde ich dich da auch nicht irgendwie in die Pflicht nehmen, unnötig. Sag einfach Bescheid. Hier und jetzt und so. Alles klar. Reden, aber wenn ihr gerne hören möchtet, was ich dazu denke, dann und wenn ich denn was dazu zu sagen habe, dann teile ich das natürlich gerne mit euch, aber ansonsten kann ich auch in Ruhe zuhören und alles ist gut. Super, prima. Ja, und wir hatten gedacht, heute einfach mal darüber zu sprechen, wie wir persönlich damit umgehen, wie wir versuchen, eben diesen Krishna-Blickwinkel auf diese ganze Sache auch zu richten. Und ich habe gedacht, wir fangen einfach mal mit einem kurzen Text an, den ich gefunden habe und ganz interessant fand. Es ist ein Text, in dem Srila Prabhupada mit der WHO in Berührung kommt. Und zwar aus einem Buch, das nennt sich Prabhupada Nektar. Und das ist von Satswarup Das Goswami verfasst worden. Und da hat er so Anekdoten niedergeschrieben, also so Erlebnisse auch, die er mitbekommen hat. Und eine ist von, ich kann mir vorstellen, ziemlich früh. Ich lese es mal vor. Satswarup Das Goswami sagt, Guru Gauranga hatte für Srila Prabhupada
eine Arrangierung getroffen, dass er vor der WHO spricht. Und zwar ist das Ganze hier vom Jahre 6. Juni 1974 in Genf. So, eine halbe Stunde, warte mal, half an hour before Prabhupada was to speak, Guru Gauranga, ich übersetze das gleich, showed Prabhupada a copy of a journal published by the WHO. Also eine halbe Stunde, bevor Srila Prabhupada sprechen sollte, zeigte Guru Gauranga, das war ein Schüler von Prabhupada, ihm eine Broschüre, die von der WHO herausgebracht wurde. In diesem Journal wurde das Programm der Organisation beschrieben, um die Geburtenrate zu kontrollieren, also die Weltbevölkerung zu kontrollieren. Und als Srila Prabhupada die Bilder sah und das Ganze las, wurde er ziemlich sauer. Ich lese es mal in Englisch. The journal described the organization's birth control programs, and when Prabhupada saw their pictures and read what they did, he became angry. Er fragte Guru Gauranga, warum er dieses Programm hier arrangiert hätte. Guru Gauranga erklärte, dass dies ein einflussreiches Forum sei. Jetzt spricht Srila Prabhupada. Sie kümmern sich eh nicht darum, was ich sage. Was immer ich sage, sie werden einfach nur mein Bild abdrucken irgendwo und sagen, auch dieser Mann hat bei der WHO gesprochen und unsere Aktivitäten befürwortet. Ist, was Prabhupada hier sagt. Mit anderen Worten, er fühlte sich einfach nur benutzt und missbraucht, dass die eigentlich gar nicht an seiner Botschaft interessiert wären und einfach nur ihn als Bekannte, als Celebrity sozusagen, ihn dann benutzen, um für sich selber Werbung zu machen. Sie können, ich lese mal auf Englisch, they can't stop us once we start, Srila Prabhupada, Guru Gauranga answered. Finally, Prabhupada just said, okay, let's go. Also Gauranga sagt, sie können uns nicht mehr aufhalten, wenn wir einmal anfangen mit unserer Botschaft, mit unserem Programm. Und dann sagte Prabhupada, okay, dann probieren wir es mal. In his talk, Prabhupada said that only dogs and cats could create overpopulation, but that first-class human beings could not. Er sagte, dass nur Hunde und Katzen fähig wären, eine Überbevölkerung zu erzeugen, aber dass erstklassige Menschen dies nicht machen. He then smashed the World Health Organization's Scientific Birth Control Program. Er stampfte dann in seiner Rede das gesamte Weltbevölkerungsprogramm der WHO zusammen. And at the end of the program, many Indians crowded around him. Und am Ende des Programms entstand eine Traube von indischen Menschen um ihn herum, die ihn dafür priesen und ihre Wertschätzung zum Ausdruck brachten. Ja, das ist aus dem Srila Prabhupada Nektar von Satswarup Das Goswami. Würde mich mal eure Meinung zu interessieren, Satbucha Prabhu. Was sagst du dazu? Ja, Prabhupada war ja oftmals in solchen großen Versammlungen nicht gerade jetzt politisch korrekt oder so, sondern sehr direkt. Und ja, man kann oft sehen, dass ihm das nicht wichtig war, so sehr, was die öffentliche Meinung ist, sondern mehr wirklich Krishna zu vertreten. Und Wahrhaftigkeit, also da ist so ein bisschen auch die Kshatriya, der Spirit rausgekommen, so, ne? Dieses einfach für Wahrhaftigkeit stehen, für Rechtschaffenheit und die Wahrheit ans Licht bringen wollen, so. Mhm. Und eben dann auch nicht zu scheuen, zu konfrontieren. Okay. Die Raditai, Rabo, was geht bei dir so vor, wenn du das hörst? WHO. Und Prabhupada in einem Text.
Ja, Prabhupada war immer Prabhupada, egal zu wem und wo er gesprochen hat. Er war immer ein Acharya, hat immer mit eigenem Beispiel gelehrt und war sehr, sehr mutig. Ja, sehr mutig, Krishnas Botschaft gepredigt überall. Und er hat wirklich weite Sicht gehabt und also wir sehen, dass er schon ein bisschen mehr verstanden hat als der durchschnittliche Mensch, wie diese Welt funktioniert. Und was letztendlich die Politiker sind auch, der kannte also sehr gut, wie die modernen Politiker ticken, welche Eigenschaften sie haben und so weiter. Genau. Ja, und wenn man sich das vielleicht noch mal vor Augen hält, also mit Birth Control Program, ich weiß nicht, was ist damit exakt gemeint? Wir kennen diese Ein-Kind-Politik in China. Und ich denke, das hat auch alles ein bisschen was so mit Abtreibung ist schon korrekt, wenn es darum geht, die Bevölkerung nicht explodieren zu lassen oder Verhütungsmittel und was spielt da alles? Vielleicht sogar Impfung. Es gab mal eine Zeit, da haben die Amerikaner, die US-Amerikaner, das war nicht offiziell, haben sie die Indianer sterilisiert, ne, damit die Indianer sich nicht wieder vermehren in Nordamerika. Das fällt bei einigen Leuten alles unter die Kategorie Birth Control. Und Srila Prabhupada scheint da irgendetwas gelesen zu haben, was ihn richtig zornig gemacht hat. Und ja, das zeigt mir irgendwie auch so, ja, mit der WHO, in der Bevölkerung herrscht ja diese Vorstellung, also in den meisten Gebieten, dass das eine ganz seriöse Organisation sei, die nur um das Wohl der Weltbevölkerung interessiert ist. Aber als ich dann hier das las mit Srila Prabhupada, Srila Prabhupada hat sich nicht einfach so von irgendwas, von großen Gebäuden mit vielen Flaggen, hat er sich nicht beeindrucken lassen. Auch nicht von dem UN, wie nennt man das, United Nations. Da waren sie auch mal vor diesem Gebäude in New York und Prabhupada hat gleich ausgesprochen, was ist die große Errungenschaft? Immer mehr Flaggen hängen vor diesem Gebäude. Und eigentlich ist das nur ein Zeichen dafür, dass die Welt noch mehr in Uneinigkeit gerät. Und diese Organisation macht daraus noch so, stellt da diese ganzen Flaggen auf, wie so eine Art Dekoration, was aber eigentlich eher ein Armutszeugnis für diese Organisation darstellt. Je mehr Flaggen da sind, desto mehr Uneinigkeit. Ja, also Srila Prabhupada hat sich davon nicht irgendwie, wie nennt man das, einschüchtern lassen, sondern wie du eben sagtest, Tiranitai oder auch Sadbucha, er war politisch da nicht korrekt. Wie seht ihr das denn? Sind die Devotis heute zu politisch korrekt? Das ist auch eine Frage, die mit der ich in den letzten Monaten immer wieder auch von Devotis konfrontiert wurde. Wir sind politisch viel zu korrekt. Was wäre da eure Einschätzung? Also das ist auf jeden Fall mein Eindruck in letzter Zeit, dass vor allem die ISKCON-Führung zu politisch korrekt ist oder sehr, sehr darauf achtet, auch politisch korrekt zu sein. Sadbucha, wie sieht das bei dir aus? Ist alles jetzt ein heißes Eisen? Ja, ach, also ich finde halt generell als ISKCON, wir sind nicht mehr so relevant im öffentlichen Bild. Es wird nicht mehr darüber diskutiert, was sagen die Hare Krishnas denn dazu. Ja? Und das finde ich halt dann schon, irgendwie machen wir da was falsch. Also Prabhupada, der war brisant, aber auch dadurch relevant. Und ich denke, das ist auch ein bisschen unser Job, die Menschen zu konfrontieren auch mit Dingen, aber eben auf eine intelligente Art und Weise, dass wir wirklich selber sehr ruhig sind und nicht emotional involviert. Und auch, also ich sehe halt, dass teilweise auch Devotis sich dann entweder total verstricken in so
jetzt rauszufinden, was im Detail da jetzt so alles genau passiert auf diesen ganzen Ebenen und dann dadurch auch ihre ganze Energie da reinstecken und damit eigentlich das Ganze auch noch unterstützen. So, ne? Also ich denke, es ist halt wichtig, sozusagen transzendental dazu zu bleiben, aber eben trotzdem zu wissen, was da vor sich geht, sich damit auch auseinanderzusetzen und das dann auch zu kommunizieren. Ram Gopal, Prabhu, was sind da deine Gedanken? Ja, ich glaube, das ist ein ganz individuelles Betrachtungsweise. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, was Vishwadev durch sein, also in Goloka Dham, was er alles durch seine Weisheit erreicht in der politischen Szene, das ist schon sehr außergewöhnlich. Also wenn wir jetzt mal so die Fachhochschule Neubrücke, die ja weltweit Nummer eins ist für nachhaltige Ökologie, so betrachten, auch als politisch betrachten, ja, dann ist der Dekan, also der Leiter dieser Uni, der ist durch die Gemeinschaft mit Vishwadev so inspiriert und in seine eigene Spiritualität, der hat wirklich seine eigene Spiritualität entdeckt und plant jetzt eine spirituelle, ökologische Nachhaltigkeit als Studienfach zu etablieren. Ja, also da ist natürlich schon, da muss man schon mal so ein bisschen genauer hingucken, das ist wirklich sehr fortschrittlich für die Region und überhaupt, was er da so alles so macht. Und wenn ich dann so auf meine Person gucke, ich wurde, weiß ich nicht mehr genau, vielleicht 2003, 2004, da wurde ich so eingeladen, weil ich ja die Integrationspolitik in Goloka Dham gemacht habe, also Goloka Dham in die Gesellschaft so zu integrieren als Tempel, dass das irgendwie so ein bisschen anerkannt wird. Da wurde ich dann auch so gebeten, mir Gedanken zu machen, mich in den Gemeinderat wählen zu lassen. Ja, und dann bin ich dann da so, dachte ich, ja, okay, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, Krishna-Bewusstsein weiter zu verbreiten und die Goloka Dham-Gemeinschaft zu etablieren. Und dann bin ich mal zur Wahl gegangen. Ja, und ich war wirklich schon viele Jahre vorher nicht mehr zur Wahl, also länger, wie ich Devoti war, weil ich das Ganze, ich bin ja mehr so ein Anarchist, sage ich mal, so ganz vorsichtig. Und dann habe ich da in der Wahlurne, da in dem Lokal gemerkt, wie diese karmische Verstrickung so auf mich zukommt. Mhm. Ja? Und dann danach hatte ich dann den einzigen ungültigen Wahlzettel in der Gemeinde Abenteuer, weil ich konnte das nicht und habe mich dann da zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, dass der Bürgermeister sowieso auf meine Ratschläge hört und das bedenkt. Dafür musste ich jetzt nicht extra so in den Gemeinderat oder sowas in der Art. Also das war nicht für mich. Und ich glaube, für eine andere Person ist das vielleicht mehr das Dharma. Aber mein Dharma war das auf jeden Fall nicht. Sehr interessant. Genau. Also diese karmische Verstrickung, von der hast du gesprochen. Ich erkenne vielleicht diese Geschichte. Ich glaube, es war Chanakya Pandit. Er war der, nein, Moment. Da gab es einen König, so zur Zeit, ich glaube, er hieß Ashok, zur Zeit des Buddhismus. Und er hatte einen Minister. Und dieser Minister lebte in einer Hütte, abseits vom Palast, abseits von der großen, schönen Stadt. Und eines Tages kam Ashok zu diesem Minister, ein ganz einfacher Brahmane, der nur in Tücher gehüllt war und in einer bescheidenen Hütte lebte. Ja, warum wohnst du nicht mit mir in meinem Palast? Ich habe doch alles. Da können wir gerne für dich noch eine ganze Suite freiräumen. Du hast mir immer so gute Ratschläge gegeben. Mein Königreich ist so zum Erblühen gekommen. Und dann hat der Minister gesagt, nein, ich bleibe hier schön in meiner bescheidenen Hütte leben, weil sobald ich mich auf diese ganzen Annehmlichkeiten einlasse, dann kann ich dir gar keine weisen Ratschläge mehr geben, weil dann werde ich eingelullt. Oder wie Ram Gopal es eben gesagt hat, dann komme ich in dieses andere Karma mit rein.
und verliere dann vielleicht ganz wichtige Eigenschaften, die ich so nicht hätte. Und im übertragenen Sinne sehe ich auch unter den Devotis diese Gefahr, wenn wir uns näher zur Politik bewegen, zu irgendwelchen, das fängt dann bei einem Dorfbürgermeister an, hört aber dann irgendwann, kann es passieren, dass man dann irgendwann mit dem Bundeskanzler in seinem Büro oder mit der Bundeskanzlerin im Büro sitzt, also das ganze Spektrum. Und da muss man sich halt die Frage stellen, was macht das mit mir? Was macht es mit mir, wenn ich zum Beispiel ein ganzes Büro links vom Parlaments, wie nennt sich das, vom Kanzleramt bekomme? Du kriegst ein Büro, du kriegst ein eigenes Auto mit Chauffeur. Das ist ja ganz subtil. Du kriegst vielleicht kein Geld, aber du kriegst so viele Freischeine und Begünstigungen und Respekt auch. Du bist überall wichtig. Na, wenn du dann in irgendeine Versammlung kommst, dann alle schütteln dir die Hand und du hörst deinen Namen. Und da mache ich mir doch ein bisschen Sorgen, dass wenn die Devotis da zu sehr reingehen, dass sie dann vereinnahmt werden und nicht mehr das aussprechen können, wie Srila Prabhupada es zum Beispiel uns vorgelebt hat. Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, Paramshriya Prabhu, und ich stimme dir zu, diese Unabhängigkeit von Brahmanas oder von Vaishnava ist sehr wichtig. Aber die Gefahr lauert auch in jede Institution, sogar in ISKCON, dass wir dann nicht mehr unabhängig, freideckend bleiben können, sondern dass wir so eine Linie dann nehmen, weil das opportun ist, weil das pragmatisch ist und so weiter und so fort. Und definitiv, man muss sehen, dass wir als Institution unabhängig bleiben von der ganzen Gesellschaft und von bestimmten Tendenzen und Trends, die wir sehen. Und ich habe da ein paar Zitate auch von Srila Prabhupada in diese Richtung, was eigentlich unsere Mission ist, wenn wir so viel Zeit haben, dass ich kurz eine Zusammenfassung vielleicht auch mache. Ja. Wenn mir erlaubt ist. Ja, gerne. Es ist ein Vortrag über Bhagavad Gita von Srila Prabhupada. Srila Prabhupada schreibt auch, dass Spiritualität nicht passiv ist. Und ich glaube, man kann leicht den Eindruck gewinnen, dass wir als Institution, vor allem in Deutschland, ziemlich passiv sind in den letzten Jahren. Dass wir dann so, okay, nur das Wasser nicht rühren, oder wie man das so sagt. So, Srila Prabhupada erklärt in diesem Vortrag, dass Krishna alles durchdringt und die Bewegung des Krishna-Bewusstseins muss auch allumfassend sein. Es muss alles berühren, sogar Politik, Soziologie, alles, wenn nötig. Das ist das Ziel, weil Krishnas Mission ist nicht nur die Devotis zu beschützen, sondern auch die Dämonen zu töten. Die Dämonen zu töten ist eine Seite. Jetzt natürlich können wir diskutieren, was bedeutet wirklich im buchstäblichen Sinne, wie soll man das verstehen, Dämonen zu töten. Natürlich, man kann bestimmte Philosophie widerlegen. Ja, wir können das durch philosophische Diskussionen machen, durch Diskurs, durch Dialog, einfach richtige Information und Weltanschauung geben und einfach durch das Predigen. Das ist, wie wir das in Kali Yuga machen, durch das Chanten von heiligen Namen. Wir müssen es nicht buchstäblich jetzt verstehen, wir müssen die Waffen in die Hand nehmen, aber innerhalb von diesem Vortrag, man gewinnt den Eindruck, dass Srila Prabhupada erklärt, einerseits Devotis sind gewaltlos, aber wenn es nötig ist, die können auch zu Waffen greifen. Also sogar so weit geht Srila Prabhupada. Srila Prabhupada war eine Revolution. Er hat definitiv diesen Drang gehabt, auch etwas zu verändern in der Gesellschaft. Und Srila Prabhupada sagt, Vaishnavismus ist keine Feigheit. Im Allgemeinen ist Vaishnava ein Friedensstifter, aber wenn es sein muss, wir sollen, also die Devoten sollen geschult werden, auch kämpfen zu können. Und wie gesagt, kämpfen bedeutet auch so auf der Diskursebene, so im Dialog, einfach kämpferisch sich zu zeigen und so weiter, einfach frei denken zu bleiben. Und das fehlt mir. Wir haben einige Devotis, die jetzt sich nicht als Teil von ISKCON sehen, oder wir sehen sie auch nicht als Teil von ISKCON, und die sind trotzdem sehr am Vordergrund der neuen Denkensweise,
Widerlegung des offiziellen Geisteshaltung und so weiter. Und das fehlt mir also, diese große Philosophen jetzt in unserer Bewegung, die wirklich da an der Vorderstelle, an Front stehen und den Weg auch einebnen oder den Weg zeigen, die Richtung maßgebend geben für alle Devotis. Okay. So in kurze dazu. Also du wolltest uns was vorlesen, ne? Ja, also das wird Zusammenfassung von diesem Vortrag. So. Also er sagt, zusammenfassend sind die Devotis Friedensstifter, aber wenn nötig, können sie grausam für die Wahrheit werden, für Krishna. Grausam? Grausam. Okay. Auf Englisch? Und, wie hat er das Wort auf Englisch genommen? Ich kann, und nun der letzte Satz, er beschreibt, dass die Arroganz von Duryodhana, Duryodhana steht für diese dämonische Seite, für dämonische Tendenzen, das war der Grund für die Schlacht von Kurukshetra. Und wir müssen passend auf bestimmte Tendenzen reagieren können und das nicht einfach passiv dann erleben und sich da so irgendwie nicht einmischen. Ja, wir wollen unsere Hände nicht schmutzig machen. Ab und zu ist es schon wichtig. Ab und zu ist es wichtig. Und in conclusion, the devotees are peacemakers, but if necessary, they can become cruel for the truth. Okay. For Krishna. Es gibt noch andere Aussagen in diesem Bezug. Und vielleicht noch kurz mal ein kurzer Zitat, weil das betrifft uns auch in Deutschland, hat etwas mit dem Simadev zu tun, weil das ist eine sehr wichtige Bildgestalt in Deutschland, nicht wahr? Die Krishna-Bewusstseinsbewegung verbreitet sich auf der ganzen Welt mit zwei Zielen. Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes zu etablieren und alle Prätendenten zu töten, die sich fälschlicherweise als Avatare präsentieren. Die Prediger der Krishna-Bewusstseinsbewegung müssen diese Überzeugung sehr sorgfältig in ihren Herzen tragen. Und die Dämonen töten, die auf viele taktvolle Arten die höchste persönliche Gottes Krishna verleumden. Wenn wir uns vor Narsimhadeva und Prahlada Maharaja schützen lassen, wird es einfacher sein, die Dämonen zu töten, die gegen Krishna sind, und so Krishnas Vormachtstellung wiederherzustellen. Das ist ein Vortrag über Srimad Bhagavatam, 7. Kanto, 10. Kapitel, Vers 42. Genau, vielleicht zur Beruhigung. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Srila Prabhupada das so meint, wie das auch Sri Chaitanya Mahaprabhu gemeint hat. Sri Chaitanya Mahaprabhu, der Yuga-Avatar. Es ist nicht ein Fall bekannt, dass Chaitanya Mahaprabhu, eine Inkarnation Krishnas, eine einzige Person auch nur, ja, man kann schon sagen, verletzt hat, physisch. Da flog einmal ein Blechteller durch die Gegend bei einer gewissen Gruppe und kriegte jemand diesen Blechteller auf den Kopf, weil ein Adler, der beauftragt wurde, naja, auf jeden Fall, das war es auch alles schon. Das war der Adler, das war nicht Chitin. Genau, also mehr von mehr Füßen. Noch ein wichtiger Punkt, also man spricht auch zum Beispiel bei den Hindus, spricht man von intellektuellem Kshatriyatum, von intellektuellem Kriegstum, ja, dass wir auf der intellektuellen Ebene jetzt die Kriege führen sollen. Genau, manchmal benutzen wir solche Kriegsrhetorik. Wir müssen neue Märkte erobern oder so, sagen manchmal die Leute. Ne? Und das muss man, ich sage es nur, um die Zuschauerschaft hier ein bisschen zu beruhigen, die sich das nachher anhört. Also das darf man jetzt nicht alles im wahrsten Sinne des Wortes verstehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Prabhupada ging es darum, dass wir diese dämonischen Botschaften und diese dämonische Denkweise, dass wir die töten, aber wir werden jetzt nicht auf die Straße gehen und uns die Leute davor knüpfen. So, dass da, das würde ich mal so zur Beruhigung nur mal so ein Disclaimer. Ja, wir gehen mit einigen Namen auf die Straße und Prabhupada schreibt auch oder sagt irgendwo, dass das unser Protest ist und dass wir sehr wohl mit dem Heiligen Namen protestieren können.
Ich habe etwas erlebt, beziehungsweise ich habe das auch einmal organisiert in Kroatien. Wir konnten jahrelang Telefon und Internet nicht bekommen im neuen Tempel in Zagreb. Und dann sind wir mit dem Harinam und mit Prasadam vor Hauptsitz von Telekom gegangen und haben dort ein paar Stunden gechantet. Und danach wurde das Problem sehr schnell gelöst. Und wir waren in jeder Zeitung, so wie Krishna, wie die Hare Krishna sehr friedlich demonstrieren für ihre Rechte und so weiter. Also es war sehr, sehr positiv und sehr positiv aufgenommen von allen Menschen, die uns gesehen haben, erlebt haben. Sehr interessant. Aber wir haben gedroht, wir haben gesagt, wenn das nicht gelöst wird, dann, sie haben noch einen Hauptsitz gehabt, noch einen anderen, haben wir gesagt, ja, dann wechseln wir zwischen beiden und wir machen es so weit, bis wir das nicht erreicht haben. Okay. In diesem Zusammenhang, Dhiranitai, habe ich auch ein schönes, wie nennt man das, eine Anekdote von Srila Prabhupada, die passt hier gerade sehr gut. Moment, ich habe sie mir irgendwo hier aufbewahrt. Und zwar spricht Srila Prabhupada über dass in Kalkutta eine Seuche ausgebrochen ist. Und zwar, ja, ich fasse es auch einfach mal kurz zusammen. Es ist 1898 eine Seuche, eine Pest ausgebrochen in Kalkutta. Und Srila Prabhupada war damals 2 oder 3 Jahre alt. Und er berichtet dann aus seiner Erinnerung, er kann sich noch daran erinnern, dass die ganze Stadt in Aufregung war. Teilweise war die Stadt verlassen worden, die Leute flüchteten. Und sie waren an einem Punkt, wo sie nicht mehr wussten, wie kriegen wir das in den Griff. Und dann sagt er, irgend so ein heiliger Baba, der schlug vor, wir machen einfach Harinama Sankirtan und hat das dann organisiert mit ganz vielen Leuten und ist dann durch jede Straße, durch jede Gasse und sie sind sogar in die Häuser und haben den heiligen Namen Krishnas überall gechantet. Und dann merkten die Leute schon ein paar Stunden oder Tage später, das Ding ist weg. Und die Stadt wurde wieder neu bevölkert und es ist nichts mehr passiert. Und es stand noch Jahrzehnte später, stand es immer noch in den Zeitungen, wo dann so ältere Leute, wir kennen das so, wenn ältere Leute vom Zweiten Weltkrieg berichten oder sowas. Und da gab es immer noch Jahrzehnte später so Augenzeugenberichte, ja damals 1898. Und es war Harinama Sankirtana, alle. Also es ist die offizielle, wie nennt man das heute, das offizielle Narrativ, das noch Jahrzehnte später so in den Zeitungen wiedergegeben wurde. Und das ist vielleicht auch, das sollte man sich vielleicht auch als Devoti stärker wieder vor Augen halten. Es sind nicht Impfungen, die das Problem lösen, meiner Meinung nach. Es sind auch nicht Abstände und Masken und dies und das, sondern für mich persönlich sind es auch 2 Dinge. Einmal, wie du eben sagtest, die höchste Persönlichkeit Gottes muss wieder anerkannt werden in der Gesellschaft als der höchste Genießer, der Herrscher oder Kontrollierende und als der wohlmeinende Freund aller Lebewesen, wohlgemerkt, nicht nur der Menschen, aller Lebewesen. Das muss wieder etabliert werden. Ja, und das schließt eigentlich das Zweite mit ein, dass wir mit der Natur, insbesondere mit der Tierwelt, viel rücksichtsvoller umgehen müssen. Das sind für mich so die 2 Faktoren. Mit denen fällt und steht und fällt das Ganze. Solange wir das nicht in den Vordergrund bringen, ist alles andere nur um den Brei herum. Wie seht ihr das, Sadhguru? Was ist da deine Meinung zu? Also es gibt halt einen schönen Vers von Prahlad Maharaj im 7. Kanto, wo er sagt, Dukkha Doshadam Tadapi Dukkam. Dass also das Heilmittel für das Leid teilweise schlimmer ist als das Leid, als das ursächliche Leid selbst. Und dass wir das, ich denke, das ist wichtig für uns, das Bhagavatam wirklich als Grundlage zu nehmen für unsere Weltsicht und diese Prinzipien auch auf einer ganz tiefen Ebene zu verstehen, weil wir immer versuchen, okay, da ist ein Problem, dann findet man eine Lösung, das gibt wieder Nebeneffekte und dann gibt es ein neues Problem und so geht das immer weiter.
Und wir haben jetzt mit unserem modernen Medizinsystem genau das geschafft, dass die Menschen eigentlich immer kranker werden. Und dass wir seit 200 Jahren unser Immunsystem radikal zerstören, weil die Darmbakterien werden zerstört und sobald jemand krank ist, gibt es Antibiotika. Das heißt, der Körper verlernt, sich selbst zu heilen. Das Immunsystem wird immer mehr geschwächt durch solche Maßnahmen. Und dadurch wird die ganze Gesellschaft immer mehr anfällig für Krankheiten. Und dann ist die Lehre von Gott, das Ayurveda, und die sagt, man soll an die Ursachen gehen. Und das heißt, gesund sein, Immunsystem stärken. Und das ist unsere Message an die Welt. Und das sollen wir vorleben und das sollen wir präsentieren. Und ich denke, es ist total wichtig, also aus meiner Sicht, jeder intelligente Mensch versteht das. Jeder intelligente Mensch kann das nachvollziehen. Und dann, wenn jemand ein gelehrter Wissenschaftler und Doktor ist und sowas und eine andere Sichtweise präsentiert, dann denke ich für mich, irgendwas ist da auf dem Weg in der Ausbildung schiefgelaufen. Ja? Und ich denke, ja, okay, es gibt wieder Berichte von wie die Pharmaindustrie das beeinflusst, bla bla bla, alles so eine Sachen, ist erstmal nicht relevant für uns, weil wir fokussieren uns mehr auf die Alternative oder auf das gute Verständnis, was wir sozusagen propagieren. Weil das, wir können Fehler finden und kritisieren oder sowas, das hilft alles nichts, sondern es braucht eine positive Alternative für die Menschen. Es braucht rational, es braucht die Wahrheit. Wenn die Wahrheit ans Licht kommt, wenn die Menschen diese Argumente hören, die einfach nachvollziehbar sind, dann sagen sie, ja, macht Sinn. Ja, ist eigentlich total logisch. Und wenn wir einfach nur versuchen, weiterhin diesen Weg zu gehen, zu impfen und bla bla bla, dann kommt die nächste Krankheit und es sterben genau wieder die Menschen. Ja, solange wir nicht gesund leben, bewusst leben, und an die Ursachen gehen, ist nicht wirklich eine Lösung kreiert. Ja, und wir können sehen, wie sehr dieser Vers zutrifft in der heutigen Zeit, dass eben die Problemlösung, ja, Lockdown, Impfungen, kreiert so viel mehr Probleme als einfach die Krankheit selber, wenn man sich die Todeszahlen und so weiter anschaut. Ja. Ich habe hier auch noch ein weiteres Zitat von Srila Prabhupada. Das passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Wir bilden uns ja wirklich ein, dass wir fortgeschrittener sind. Also es ist so ein Symptom, die Menschen, die gegenwärtig leben, denken immer von sich selber, egal zu welcher Zeit, sie sind die Fortgeschrittensten und alles, was davor kam, muss ja primitiver gewesen sein. Das ist so eine eingebaute Arroganz, die jeder Zeitgenosse wahrscheinlich entwickelt oder für die er anfällig ist. Ja, damals lebten sie noch in Höhlen oder vor 200 Jahren war die Lebenserwartung ja viel geringer. Und das ist eben auch die Frage, ist das wirklich so? Und Srila Prabhupada schreibt in dem Buch, hat es jemand im Regal? Leben kommt von Leben, dieses Buch von Srila Prabhupada. Falls das jemand hat, auch von den Zoom-Teilnehmern, vielleicht könnt ihr es mal aus dem Regal holen. Ich würde es gerne mal zeigen. Aber ich habe mir hier eine Fotografie gemacht. Und zwar sagt Srila Prabhupada auf Antwort zu seinem Schüler Dr. Singh, das ist ein Morgenspaziergang, da sagt Dr. Singh, ja, also die modernen Wissenschaftler sind eigentlich, haben sie viele Errungenschaften vollbracht. Aber Prabhupada war gar nicht so, hat ihm gar nicht da zugestimmt. Er sagte, der Dr. Singh, immerhin haben wir viele Flugzeuge. Und dann sagt Prabhupada, diese Wissenschaftler können den Tod nicht verhindern. Sie können Geburt nicht verhindern. Sie können Krankheit nicht verhindern und sie können das Altern nicht verhindern. Was haben sie also erreicht? Früher alterten die Menschen und heute altern sie. Früher wurden die Menschen krank und heute werden sie krank. Heute gibt es mehr Medikamente und mehr Krankheiten, sagt Srila Prabhupada. Also eigentlich, was ihr eben auch gesagt habt.
Welchen Nutzen haben also ihre Errungenschaften? Die Wissenschaftler haben bestimmt nicht geholfen, die Lebensbedingungen auf der Erde zu verbessern. Wir fordern alle diese Schurken von Wissenschaftlern heraus, die behaupten, Leben sei aus Materie entstanden. Tatsache ist, dass Materie aus Leben entstanden ist. Hier vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. Man kriegt jetzt den Eindruck, Srila Prabhupada sei, wie nennt man das, kategorisch gegen Wissenschaft oder gegen Wissenschaftler. Aber wenn man sich alle Aussagen von Srila Prabhupada anschaut, dann war er gegen diese materialistische Wissenschaft, die also behauptet, es gibt keinen Gott, alles ist aus Materie entstanden, Urknall, Darwin und so. Dagegen war Srila Prabhupada, aber er war sonst nicht gegen Wissenschaft. Ja, und jetzt, das ist was Srila Prabhupada auch sagt. Also wir haben so viele Medikamente erschaffen, aber gleichzeitig sehen wir brauchen ja nur aus dem Fenster gucken, die Menschheit steht unter dem Eindruck, kränker als jemals zuvor zu sein. Ja. Und Prabhupada bringt hier eigentlich auch noch den Begleitpunkt mit rein, nämlich das Ganze liegt ja auf der Fehlauffassung. Ich glaube, Satpuja, du hattest das mal in einer anderen Episode auch zur Sprache gebracht. Wenn wir denken, wir sind Materie, dann kommt man in eine Vorstellung, da kommt jetzt eine Materie, also nehmen wir mal den V-Punkt, und jetzt muss ich wieder eine andere Materie generieren, um diese feindliche Materie abzuwehren. Um so diese ganzheitliche Materie, den Körper, irgendwie auf Gedeih und Verderb zu erhalten. Also die Materie muss erhalten werden, um jeden Preis. Das ist die absolute Lebensmaxime. Wir müssen diesen materiellen Körper mehr oder weniger unsterblich machen. Also für mich schwingt da so etwas mit. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber es wird gar nicht mehr, also nur noch so Leute spielen eine Rolle, die nennen sich Virologen, die sagen dann, hier kommt feindliche Materie, jetzt müssen wir freundliche Materie entwickeln, den Impfstoff, und um dann diesen Körper dadurch für immer und ewig zu beschützen. Das ist für mich so die Grundformel, die gerade von allen Dächern heruntergeschrien wird, natürlich in verschiedenen rhetorischen Verpackungen. Ja, das war auch mein Punkt, den ich ansprechen wollte, sehr, sehr schön beim Srila Prabhupada, dass wir sehr gut unterscheiden müssen. Und deswegen Srila Prabhupada und die Schriften sprechen oft von diesen zwei verschiedenen Lebensarten. Ja, auf einer Seite diejenigen, die wir Dämonen nennen oder Asuras, und dann die Göttlichen, die Suras. Und grundsätzlich Srila Prabhupada beschreibt, es gibt nur diese zwei Arten von Lebewesen. Okay, und manche vielleicht dazwischen. Aber die meisten sind dann auf diesen zwei Seiten, ja, auf zwei Pole, in zwei Dualitäten, in diesen Dualitäten drin. Und wir müssen unterscheiden und verstehen eigentlich, was ist dämonische Sichtweise? Und das wäre jetzt vielleicht eine Frage in der Runde. Was meint ihr? Meinen die Dämonen, dass die Welt vollkommen ist, dass die Natur vollkommen ist oder unvollkommen? Wer meint, dass die, vielleicht mal Hand hoch, dass die also Dämonen meinen, Welt ist vollkommen oder unvollkommen? So, wer ist für vollkommene Aussage? Dass die, meinen Sie, dass die also, vollkommen ich würd, ist? Ich würde gerne was dazu sagen. Ich denke, auf der einen Seite ist es hilfreich für uns, vielleicht so Unterscheidungsvermögen zu haben. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wenn wir zu sehr in dieses, das sind die Dämonen, und wir sind die Guten und das sind die Bösen. Das ist genau, diese Dualität zu kreieren, ist genau auch Teil des Problems, weil das war vor dem Kali-Yoga, okay, da gab es Menschen, die waren rein Dämonen und es gab Menschen, die sind rein Devotis. Aber jetzt im Kali-Yoga hat jeder von uns diese beiden Seiten in sich. Und dann dieses so sehr zu unterscheiden und Mahabharat und kämpfen und
das ist nicht mehr unsere Zeit. Wir sind im Zeitalter von Chaitanya Mahaprabhu und im Zeitalter, wo es wirklich darum geht, den heiligen Namen in die Herzen der Menschen zu bringen und die dämonischen Eigenschaften in uns und den anderen zu zerstören. So, ne? Und ich denke, es ist so ein bisschen eine Gefahr, dass wir halt in so ein zu sehr dualistisches Denken reingehen. Also das mal so als Seitenanmerkung. Nicht, dass ich das nicht schätze, was du sagst, aber einfach um das zu balancieren. Ja, da gebe ich recht. Wir müssen für uns als Devotees auch klar werden, weil wir vergessen es auch für uns, dass wir auch diese Tendenzen, diese Natur haben. Also jeden Kali-Yoga, der geboren wird, das wissen wir aus den Schriften, hat diese zwei Tendenzen. Wir müssen ständig dagegen kämpfen, gegen diese Tendenzen, auch in uns. Deswegen chanten wir jeden Tag Namaste Narasimha, ja? Nicht wahr? Damit das auch aufgelöst wird. Aber grundsätzlich, meiner Meinung nach, wie ich verstanden habe, die dämonische Mentalität, also wir sprechen jetzt nicht von dem Dämon oder von den Dämonen, sondern allgemein von dieser Mentalität, die in jedem von uns steckt. Und die ist also darauf ausgerichtet, die Natur ist unvollkommen, auch zu dem, was Paramshea dann gesagt hat, die Natur ist unvollkommen, wir müssen die Natur verbessern. Und das ist eigentlich nicht die Sichtweise von Schriften oder wie Srila Prabhupada uns das gegeben hat. Ja, Om Purnam Adam, Purnam Idam. Ja, vom Vollkommenen kann nur das Vollkommene wiederkommen. Und wir müssen nur das Gleichgewicht wiederherstellen. Und das Gleichgewicht ist im Göttlichen. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Und eben, dass wir dann, es gibt keine schnellen Lösungen. Es gibt eine schnelle Lösung, das ist das Chant von Hare Krishna. Aber grundsätzlich, es gibt im Leben keine schnelle Lösung, keine einfache Lösung. Und deswegen ist es wichtig, mit welchem Konzept arbeiten wir. Und vielleicht nur, dass wir mal konkreter werden. Ich habe einige Anfragen bekommen von besorgten Eltern, weil ich habe auch selber 3 Kinder. Und für mich war deswegen 3-mal das Thema Impfen oder Nicht-Impfen wichtig. Und wir haben keine guten praktischen Antworten vielleicht für unsere Mitglieder, zumindest die Eltern, die mich ansprechen, die sind total verwirrt. Was soll ich? Auf der anderen Seite höre ich das, auf der anderen jenes. Ja, wo ist jetzt die Wahrheit? Ich sage immer, ich bin kein Experte, aber ich habe von Experten gehört und mich damit beschäftigt. Und übrigens, also wenn jemand Informationen haben will, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, klar, zeitlich geht sich auch nicht aus, aber gerne kann mich jemand ansprechen, anschreiben. Ich habe jetzt auch eine Verfassungsbeschwerde zum Beispiel gegen Masernimpfschutzgesetz, wird das genannt, gestartet. Also die Verfassungsbeschwerde wurde eingereicht. Das konnte ich leider nicht mit Devotees machen. Ich würde das gerne mit Devotees machen. Ging nicht. Ich habe das mit anderen frommen Menschen gemacht, mit religiösen Menschen. Und da haben wir sehr, glaube ich, gut argumentiert, so von der Seite des Gesetzes und überhaupt von der logischen Seite, weniger von medizinischer Seite. Und das eine Problem ist auch, dass wir uns nicht mehr auf die religiöse Freiheit berufen können bei diesen Gesetzen. Das wurde abgeschafft. Ich war in Kontakt mit Bundesministerium, Bundesgesundheitsministerium, mit Bayerischem Gesundheitsministerium und gesagt, nein. In diesen Fällen kann man sich auf religiöse Freiheit nicht berufen, man kann sich auf die vegane oder vegetarische Ernährungsweise nicht berufen. Man muss also das annehmen, was uns angeboten wird. Ich sage nicht, alle Impfungen sind falsch. Ich bin nicht derjenige, der sagt, ich lasse meine Kinder nicht impfen. Aber ich sage, wenn jemand sich impfen lässt, aber dann bitte finden wir eine akzeptable Lösung für alle. Wirklich vegane, vegetarische, sagen wir, ethische Impfstoffe. Und da können wir sehr wohl dann unterscheiden und diskutieren und uns dafür einsetzen, dass zumindest wir eine gewisse Verbesserung schaffen, was vertretbar ist, was wir auch unter den Devotees dann anbieten können. Wer sich impfen will, ja bitte, aber nicht mit diesen Stoffen, die einfach definitiv viele nicht vegetarische Bestandteile haben oder einfach verunreinigt sind. Ja. In diesem Fall. Und da gibt es so viele Sachen, deswegen bin ich da einfach wirklich am Boden der Tatsachen und des praktischen Lebens,
wo viele unserer Familien konfrontiert sind und wir geben da keine Antworten, wir geben keine vernünftigen Antworten und kämpfen nicht für unsere Mitglieder, zum Beispiel beim Gesundheitsministerium. Ich habe unseren auch da Medienvertreter oder wie das heißt, ja, Spokespersons in ISKCON Deutschland auch angesprochen und die sind der Meinung, naja, Gesundheit ist das höchste Gut und für dieses höchste Gut können wir manchmal auch was Nicht-Vegetarisches nehmen. Aber er hat gesagt, warum? Vielleicht gibt es trotzdem eine Lösung. Wir müssen an der Lösung arbeiten und nicht so passiv sein, einfach alles annehmen, was unsere Richtung kommt. Prabhus, ich schaue ein bisschen auf den Glockenturm. Wir haben die Stunde hier fast voll. Und wir müssen auch, hatte ich ja schon gesagt, das jetzt nicht zur Weisheit letzter Schluss bringen. Das können wir vielleicht noch mal zukünftig weiter besprechen, vielleicht sogar schon nächsten Donnerstag, mal gucken. Ich blende noch mal kurz dieses Buch hier ein, Leben kommt von Leben. Das ist wohl ein neues Cover, das kenne ich noch gar nicht. Und ich sehe auch im Chatfenster, dass viele hier geschrieben haben und eigentlich das, was ich ein bisschen befürchtet habe, ist, dass ich bin auch kein Multitask, ich kann nicht so viel Text lesen und zur gleichen Zeit zuhören. Aber ich werde mir das alles im Chatprotokoll nochmal genau anschauen, versprochen. Und dann können wir das vielleicht noch in einer zukünftigen Besprechung aufgreifen. Ich bedanke mich ganz herzlich an alle, die heute mit dabei waren, an die ganzen Zoom-Teilnehmer. Vielen Dank, dass ihr euch diesem schwierigen Thema auch mal angenommen habt. Und natürlich mein Dankeschön an Sadbhuja Prabhu, an Dhiranitai, an Ram Gopal Prabhu, dass wir uns hier mal ein bisschen aussprechen konnten. Und ja, Sadbhuja, du kannst ja mal den Hare Krishna Maha Mantra chanten. Schaltet gerne, wenn ihr möchtet, eure Kameras und eure Mikrofone insbesondere mal ein. Sadbhuja singt einmal vor oder auch zweimal. An einem Punkt ist er aber dann nicht mehr zu stoppen. Dann beginnt hier ein 24-Stunden-Kirtan. Müssen wir schauen, dass wir genau da die Kurve kriegen. Und genau, und ansonsten freue ich mich auf morgen, haben wir wieder unseren Biografie-Freitag und Samstag geht es dann wieder ganz normal mit dem nächsten Vers des Bhagavatams weiter. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Rama.